Heute nehme ich euch mal wieder mit auf eine kleine Reise. Und zwar gucken wir uns zusammen eine Instanz an. In der war ich gestern schon kurz, musste dann unfreiwillig abbrechen, weil unser Internet weg war und ich dann rausflog und ich wieder in die Gruppe da mit reingeschleust wurde. Und deswegen dachte ich mir, die Instanz hatte was richtig Cooles. Etwas, was sich, glaube ich, lohnt zu zeigen. Und zwar coole Ideen. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ihr werdet es ja gleich selber sehen. Wir gehen direkt rein. Hier seht ihr Kikuras Rapids. Und mal gucken, vielleicht finde ich ja eine Gruppe. Nee, schade. Ich gehe sonst alleine rein. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Ja. Yep. Und da sind einfach viele Elemente. Gucken wir uns das Video erstmal. Gucken wir uns das Video an. Okay. Und zwar hat die Instanz einfach viele coole Elemente, die ich so noch nicht in einem Spiel gesehen habe. Und ich tue es gerade mal der Gruppe von gestern gleich und überlaufe hier die ersten Horden. Mal gucken, ob das alleine auch funktioniert. Ihr seht, es geht um einen Dschungel. Und auch hier finde ich das Ganze wirklich cool gemacht. Gefällt mir sehr gut, die Atmosphäre. So. Weiter geht's. Jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Hier runter? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall zum Fluss. Und da ging es dann los. Ah ja, genau. Doch, hier. Hier bin ich richtig. Zwar muss ich jetzt dieses Seil hier kappen. Und dann geht's gleich los. Komme ich jetzt schon weiter? Hey. Genau, jetzt bin ich nämlich auf dem Floß und jetzt geht's los. Das ist einfach mega cooles Rafting hier. So, jetzt kommen nämlich die Gegnerhorden auf dieses Floß drauf. Was ich von der Idee einfach mega cool finde, wie man diesen Fluss hier lang düst. So, das war's aber nicht. Jetzt kommen noch weitere. Das dauert jetzt ein bisschen und wiederholt sich eben. Aber ich komme ganz gut allein zurecht. So, da. Hier haben wir gestern aufgehört. Nach diesem Crash. Erinnert einen auch an Akt 3 im zweiten Teil, oder? Gerade diese kleinen Mistviecher, hätte ich fast gesagt. So, was passiert jetzt? Okay. Wir haben gestoppt, aber ich komme hier, glaube ich, nicht runter. Okay. Was, ich muss das jetzt, die Flammen abwehren oder überleben? Ja, überleben. Okay. Ach, jetzt der Damm abgebrannt. Ja, und es geht weiter. Cool. Okay. Ah, das sind diese Sachen, die ich meinte. Das ist witzig. Und
Das ist auch witzig. Dass jetzt diese kleinen Viecher kommen mit so einem zweiten Boot und versuchen uns zu entern. Ja, und da ist. Seht ihr den? Den Feuerspeienden? Muss ich denn da rüber? Ja. Okay. Dann bin ich halt auf diesem Boot. Frage. Oh, das war knapp. Ist jetzt die Frage, ob es egal ist, auf welchem Boot ich bleibe, aber vermutlich schon, ne? Sonst wäre das ein bisschen witzlos. Ja. Ja, ein bisschen übertrieben. Den Wasserfall runtergesprungen. So, jetzt muss ich hier jemanden finden, der vermutlich da vorne kommt. Ein Gori. Okay. Der auch ganz viele kleine Helfer hat. Das Lilane, ist das ein Schutzschild? Weiß es nicht. Einfach weiter Damage drauf. Wenn er mich trifft, dann macht er gut Schaden. Aber seine Helfer machen auch irgendwie nichts Sinnvolles. Das war der Endgegner. Das ist vielleicht auch mal was zum Festhalten. Ich finde es cool, dass die Instanzen alle so kurz und knackig sind irgendwie. Man ist da, ja, was waren das? 5 Minuten? Man ist halt schnell durch, in der Gruppe natürlich noch was schneller. Man kann es mal eben nebenher mal schnell eine Runde zocken, so wie es eben auf einem Smartphone sein sollte. Und jetzt verlasse ich hier die Instanz und verabschiede mich bei euch. Ich hoffe, diese kleine Runde hier, Diablo Immortal, hat euch gefallen und ich konnte euch so einen kleinen Eindruck davon geben, was ich denn das Coole an den Instanzen und an vielen Ideen des Spiels finde. Das ist echt ein gutes Beispiel gewesen, diese Bootsfahrt und wie dann versucht wurde, das Floß zu entern mit einem zweiten und dann fällt man da den Wasserfall runter. Und das sind diese Kleinigkeiten, die gibt es wirklich viele in dem Spiel und das macht riesigen Spaß. So, ich hoffe nicht nur mir, sondern auch euch, denn dann können wir uns gerne bei meinem nächsten Video über Diablo Immortal wiedersehen. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.